Einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Celle. Obwohl, so schön ist es gerade hier nicht. Heute sind wir dabei, mal ein paar Fundamente auszuschachten. Diese Baustelle habe ich letzte Woche schon angefangen. Wie man erkennen kann, habe ich alle Fundamente schon eingezeichnet. Das Fundament hier hinten und dort habe ich, wie gesagt, letzte Woche schon gemacht. Musste aber ganz schnell auf eine andere Baustelle. Deshalb ist das hier liegen geblieben und wird jetzt weitergemacht. Leider bin ich heute alleine. Wir haben leider gerade keinen, der an den Laser gehen kann. Nichtsdestotrotz kriegt man das auch ohnehin. Die Tiefe von dem Fundament hier beträgt 60 cm von Oberkante Füllsand. Ist 40 breit. In der Mitte kommt auch noch ein Fundament. Dadurch, dass es eine Doppelhaushälfte wird, wird das in der Mitte 50 breit. Falls ihr euch wundert, warum das Fundament hier so einen Versprung macht, das liegt daran, dass das Fundament vorher erst 30 cm breit sein sollte, so wie ich das hier erst ausgekoffert habe. Da kam der Bauherr aber, meinte, nee, wir müssen doch 40er Fundamente machen. Zum Glück war ich noch nicht so weit, sondern erst bis da vorne hin. Und wir müssen 10 cm reinspringen. Deswegen sind wir hier, wenn man das jetzt sieht, bündig und so 2-3 Meter weiter. Da springen wir 10 cm rein. Aber das Stück hier vorne kann ich von dieser Seite dann rausnehmen. Wenn ich dann fertig bin, stelle ich mich hier hinter die Joche und nehme das letzte Stück raus. So, jetzt fangen wir erstmal an. Bauen den 40er Löffel an. Und dann geht's ab. Falls ihr wissen wollt, mit was für ein Bagger ich jetzt aufmache, Hitachi ZX, also 6 ist 1,8 Tonnen. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber macht noch das, was er machen soll. Und dadurch, dass ich heute keine helfende Hand habe, der den Laser hält, habe ich den Still jetzt ungefähr gerade gestellt, dass ich ungefähr messen kann, wenn ich in dem Fundamentgraben stehe und bündig damit bin. Mit diesem Strich bin ich ungefähr bei 60. Ich meine, wir sind hier auf dem Bau, die meisten wissen, das kommt auf einen Zentimeter nicht an. Hauptsache, wir bleiben auf dem Gelände. Und ab geht die wilde Fahrt. Falls ihr mal nicht wisst oder das erste Mal eure Fundamente aushebt und ihr nicht wisst, wie ihr es angehen sollt, sucht euch immer eine Ecke, wo ihr anfangt. Nicht einfach hier irgendwo in der Mitte, sondern eine Ecke. Hier habe ich zum Beispiel in der Ecke angefangen, ging so rum, habe geschaut, dass ich hier zwischen Joch und dem offenen Fundament noch Platz habe, somit, dass ich rausfahren kann. Stellt euch hinter das Joch und buddelt den Rest so raus. Dann fahrt ihr wieder rein, könnt das restliche Fundament so rausnehmen. Macht da hinten genau das gleiche, dort auch. Wenn ihr noch ein Streifenfundament in der Mitte habt, schaut, dass ihr quasi bis, ich sag mal, so einen halben Meter vorher aufhört. Fahrt rein. Nehmt dieses lange Fundament raus. Das könnt ihr dann quasi auch bis zum Ende rausnehmen. Stellt euch mit dem Bagger hier hin und nehmt dann den restlichen Boden hier raus. Hier genau das gleiche. Wieder bis hier vorne hin arbeiten, so dass ihr meint, ihr könnt auch mit dem Arm von dort rüber lang. Stellt euch da hin, nehmt den Rest raus. Dann habt ihr nirgendwo Ecken, wo ihr quer rausnehmen müsst, weil meistens, beziehungsweise nicht meistens, aber eigentlich immer, werden die Fundamente dann dort viel breiter.
mal so als Tipp, wenn ihr anfangt, die Fundamente zu ziehen, dann fällt Boden immer nach links und rechts. Wenn ihr 20 bis 30 cm tief seid, so mache ich das immer, dann zieht einfach links und rechts oben am Fundament nochmal alles nach, damit der Mann, der eigentlich in der Schaufel steht, am Laser, nicht so viel schaufeln muss. Und damit ihr auch vernünftig gerade Fundamente zieht und gerade stehen wollt, zieht immer so nach dem Strich nach. Dann weißt du nämlich, ob du den Arm noch verstellen musst oder nicht. Das sieht sich gut aus, so wie ich gerade stehe, perfekt. So, jetzt überprüfen wir das Ganze mal. Schaut, dass der Löffelstiel immer gerade steht. Hier lege ich jetzt nicht ganz auf, also messe ich von hier. Passt, 61 ist völlig in Ordnung. Und weiter geht's. Und wenn du der Mann an der Schaufel bist oder halt am Laser und du willst was Gutes tun, dann mach immer gleich die Spulen hinterher weg. Weil in der Zeit, wo der Baggerfahrer dort den Boden rausnimmt, kannst du hier oben quasi alles plan machen. Dann braucht man das später nicht machen, man ist schneller fertig, so wie ich das da quasi auch schon gemacht habe. Das freut den Baggerfahrer immer, das zeigt Einsatz, dass es flott gehen soll und dann sind alle zufrieden. So, wie zu Anfang von dem Video schon gesagt, schaut, dass ihr euch dort noch bewegen könnt, aber auch noch rauskommt und das Joch nicht umfahrt. Stellt euch anders hin und baggert jetzt die letzte Ecke raus. Also ich muss sagen, dafür, dass ich das alleine mache, echt gerade geworden. Vielleicht noch mal ganz wichtig zu sagen, wenn ihr in den gewachsenen Boden kommt und da sind Steine drin und die hauen euch zum Beispiel jetzt hier so eine Furche rein, das ist überhaupt nicht schlimm, macht euch da keine Sorgen. Du kannst ja nicht wissen, was im Boden ist, da reißt euch auch keiner den Kopf ab. So, wie ich euch das vorhin schon erklärt habe, hier geht das nächste Fundament lang, lasst hier ein Stück stehen, dass wenn ihr hier so rausgefahren kommt mit dem letzten Fundament, dass ihr euch hier wieder hinstellen könnt und dort weiterziehen könnt. Endspurt, Leute. Jetzt nur die letzte Ecke hier. Ich fahre jetzt raus, stelle mich dorthin, ziehe den Rest weg, nehme hier noch diese 10 cm weg oder 15 cm und dann bin ich hier soweit durch. Tipp, tipp.
Seid euch nicht zu schade, schwingt mal ein bisschen die Schaufel. Und dann sind alle froh. Aber zum Beispiel komme ich nicht mehr ran. Seid euch nicht zu schade, wenn ihr hier im Garten steht, schaufelt, bevor euch der Baggerfahrer das sagen muss. Das sehen die auch mal ganz gerne. Und wenn das alles reibungslos läuft, macht die Arbeit auch viel mehr Spaß, als statt man immer jemandem was erzählen muss, wie das funktioniert. Das ist so als kleiner Tipp. Obwohl ich das ja eigentlich gar nicht erzählen muss, weil das ist ja auch die Aufgabe vom Bauhelfer. Aber vielleicht ist es hilfreich für Leute, die jetzt gerade ihre Ausbildung anfangen, dass sie schon mal ein paar Tipps haben. Ich meine, das kriegt ihr bestimmt auch in der Firma, aber von einem Zweiten das zu hören, ist ja auch nicht verkehrt. So, Baustelle ist fertig. Alle Fundamente sind fertig. Und dafür, dass ich das alleine gemacht habe, kann man nichts gegen sagen. So Leute, das war's schon von dieser Baustelle. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ich verbessern kann. Ob ich euch noch irgendwelche anderen Sachen erklären soll, gerade für Anfänger, wo ich auch überlegt habe, so ein Format zu machen, Bau für Anfänger, um euch mal zu zeigen, wie ein Laser funktioniert, wie man was angeht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns. Haut rein!